Essen heiß, wir haben den Plus spielen. Darf heute Abend tanken. Meine Walker. Hab ich mir auch schon überlegt. Bruder, ich habe auch 480 mittlerweile. Aber da wieder bloß ein 2er Boni. Und wenn ich Rating hätte, könnte ich jetzt auch schon 4er Boni, weil ich habe 3 Teile. Ich habe eins im LFR bekommen. Ja, ich war der Einzige, der drauf gewürfelt hat. Ne, ich hab nur eins umgewandelt und eins bekommen. Den zweiten Kanister habe ich aufgehoben, falls irgendwas noch droppen würde. Ist der Auto seit dem Händler angekommen, Chris? Lust des Theater, dass er falsch gekommen ist. Allein für den ganzen Theater und die Wartezeit. Wenn jetzt jemand wärst, der das Auto angewiesen hätte, schon die Arschkarte gehabt. Lange nachher noch richtig alles konfrontiert ist. Ja. Aber Standheit ist soweit wichtig. Ja klar. Und es steht die ganze Zeit im Freien. So. Gott, wie war denn der Scheiß? Beton wird eine Gießerei gemacht aus Zement. Zement machst du und zerkleinerer aus Mineralgestein.
Ja, ich weiß. Und ich brauche von dir ein Band wahrscheinlich dann was von deinem Xenopherit-Erz, weil brauchst du mich auch dafür. Das verstehe ich gerade nicht. Ach, du brauchst, ich brauche beides. Du musst aus Mineralgestein mit dem Erz dann Zement machen und du brauchst aus Mineralgestein Schotter und dann noch Wasser dazu, dann bekommst du Beton. Aber ich habe keine Matze in der Tasche. Nur irgendwie wieder 3 oder 4 Stacks Erde. Was wir auch machen könnten im Endeffekt, Gewächshaus und so weiter alles anbauen und Biomasse verwenden, um Strom zu produzieren, anstatt Erz. Das wäre halt eine Überlegung. Aber eins ist gut, wir brauchen, wenn wir irgendwo hingehen, jetzt keine Bodenplatten mehr hinziehen. Ja. Wir haben jetzt die Stromkabel zum langlaufen lassen. Ein Transformator ran und fertig. Was brauchen wir hier? Auch Maschinenteile. Eine Minute.
Noch 12, 24, 48 Bettungen in der Minute. Ich produziere 16. Euch drei Stück. Oh, jetzt brauche ich ein Blatt Papier. Dann brauche ich zweimal Maschinen mit Schotter. Und viermal Maschinen mit Zement. Mm-hmm.
Ach ja. Da geht's lang rein. So, dann machen wir hier ein Band. Und hier ein Band. So, wo ist dein Wassereingang, mein Freund? Da oben. Ja, da oben. Was ist denn da? Wie mache ich das am besten? Ich brauche 4 Gieße rein, dann passt das ja wunderbar. 3. Jung.
Und Jonas, du bist fleißig am Classic spielen. Ah, keine Schrägen mehr. Ganz da hinten, okay. Oh Gott, das ist ja am Arsch der Welt. Ah, 120 habe ich noch, hoffentlich reicht das. So. BB.
Was, mal gucken, dass es hier passend tut eigentlich. In Ebene 134. Hat was nix. Ah, was soll's. Habe ich ein bisschen Abfall gemacht. Du meinst, wie ich gerade mich durch den Berg durchsprengen tue? Müsste doch auch nichts heimkommen, oder? Noch eine Woche, mein Gott. Zeit fürs Chatpack. Mal weiter vor. Läuft. Ja. Ja, ich war froh, ich noch einen Bergbolace oder so hätte. Ah, ich bin froh, dass das Kratzen weg ist, ey. Jetzt ging mal Musik hören schon auf die Nerven. Ja, wenn ich Musik gehört habe. Und es ging ja nicht im Stream, sondern es ging ja schon los, allein wenn ich das OBS aufgemacht hatte. Deswegen, ich habe, wie gesagt, ich habe zweimal OBS drauf. Einmal als Portable und einmal als normale, einmal als installierte. Mit dem Portable, ich gestern mit Chris getestet, war nix da. Nur beim installierten. Ja, aber wie gesagt, beim Portable habe ich halt Dings nur drin, im Endeffekt, für die Aufnahmen. Da habe ich kein Overlay, nichts drin. Wie gesagt, das war es nur mit dem komischen Overlay. Muss man auch nicht verstehen. Na, ich habe keine Baublöcke mehr. No. Na. Ganz weg wieder hinlaufen.
Dann kann ich gleich mal gucken. Ich brauche wahrscheinlich auch noch Bänder. Ja, nehme ich auch noch ein paar mit. Und wieder hinlaufen. Alles nur, um so ein bisschen Beton herzustellen. Aber ich glaube, mein Horizon-Let's Play werde ich auch aufführen. Nee, ich hab fast keine Ding-Klicks drauf. 3 oder 4 auf vielen Videos nur. Und es ist halt doch einiges, was du dann Zeit brauchst. Und ich komme auch gerade nämlich dazu zum Zocken. Faktorien muss ich auch mal weitermachen. Jetzt habe ich das Game. Dann habe ich ab und zu noch ein VoD-Key. Dann kommt nächste Woche Dings raus, V-Rising, wo wir zocken wollen. Dann kommt Diablo Season, also. Ich, na, hast schon falsch rum. Ja, geh rauf raus. Aber so an sich war es ja eigentlich kein schlechtes Spiel. Aber es kam halt unfertig raus. Jetzt, ich habe keine Ahnung, was wir spielen so diese Season. Ich habe letzte Season in den Necromancer gespielt, das war auch nicht so meins gewesen, muss ich sagen. Ich finde die ja eher wieder vielleicht zum Dulu oder so. Eigentlich nach 4 Seasons. Es hieß ja ein Jahr später und es Season ging ja 3 Monate und die jetzige neue Season soll ja eine Woche kürzer gehen, ne? Ich denke mal, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen wird. Weil die Beta soll ja anscheinend auch demnächst starten. Ja, weil im Ding ist im Launcher, also der komischen Händler, was die da mal posten, da ist ja schon drin. Licht hier machen, sieht man nichts, nur Dunkelheit.
Wenn es was Schlimmes. Ich habe, wo ich am Mittwoch unten war und Zeit hatte, schon wieder ein neues Modpack von Factory angefangen. Jetzt habe ich aktuell zwei Stück am Laufen. Ne? Gut, ich wollte halt eins haben, wo ich als Sohn nebenher laufen lassen kann und spielen kann. Wo es auch nicht auf Space und so weiter ausgelegt ist. Und ja, wo ich halt auch unten laufen lassen kann eine Weile. Weil wenn ich jetzt das Space Exploration weitermachen tun, mich unten hocken und dann streamen, finde ich ein bisschen blöd. Jetzt Bänder. Das am besten. Hey, ich hab komisches Stein zum Abbau, Mineralgestein. Jetzt muss ich nur noch ein Band von dem Lager dann an die Forschung packen und dann wird die neue Forschung schon produziert. Respawn. Um einen Tau aufräumen. Nur meine Überlegungen, wie kriege ich das dahinter? Na. Wie kriege ich das am besten hinter? Gut, es bleibt nichts anderes übrig, als hier lang zu laufen. Ich auch nicht. Komm nicht mehr hoch. Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Achso, anschließend zur Hotel auch noch. Hey, die ersten kommen gleich an. Und dann halt das nächste Problem. Wie bekomme ich den Schnodder auf Dings hin? An meine Forschungslabore. Ich hab nur Greifer für zwei Hände im Endeffekt. Für zwei Bänder, ich hab den dritten noch nicht. Nee. Zweiten Seite vielleicht, dann mal gucken. Crusher laufen. Gut. Auf meine Ratio passen alle. Ich mach 60 von dem Zeugs und ich brauch 16. Gut, das ist ein bisschen leicht andere, allerdings zwei niedriger, aber ist egal. Ich bin noch ein bisschen zur Not. Band hier. Ja. Ja. Das ist echt, das reicht auf jeden Fall. Warum arbeitet ihr nicht? Was fehlt euch? Ich bin Rezept ausgewählt. Acht pro Minute braucht das Ding. 1, 8, 16, 24, 32. Und ich produziere 40 pro Minute eigentlich. Müsste reichen. Ne? Vom anderen Zeug benötige ich 16 Minute, 16, 32, 64. Und ich produziere 90. Müsste ja eigentlich reichen. Okay, ich weiß, was nicht reicht. Aber warum nicht? Jetzt könnt ihr mal gucken, was das hier ist. Ah, eines Pro bleibt da.
Okay, wir bauen jetzt etwas anders. Hey Ami, thanks for the follow. Yes. So, das läuft alles. Wasser kommt auch alles rein, wunderbar, jetzt nachdem ich es richtig angeschaut habe. Yeah. I like streaming. So, aber es reicht doch noch eine ganze aus, oder? 12, 24, 48 und produzieren tun wir. ...64 müsste eigentlich locker ausreichen, ne? Nur mal schauen, ob das Wasser reicht für meinen Strom. Jo, reicht locker. Ach, da steht sie dran. 30.000 Liter pro Minute macht so ein Ansaugrohr. Und ich brauche 20 pro Sekunde pro Kessel. Und hier brauche ich 60 pro Sekunde, 80 pro Sekunde, also das reicht eine Weile. Aber wir haben die erste MK3-Forschung. Yeah.
Das war nicht mal ansatzweise genug, was ich an Forschung benötige, aber ist egal. Ich produziere aktuell 4 Forschung pro Minute. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Ich baue 4 Forschung pro Minute und die Abbaueffizienz 1 zu erforschen kostet halt 300 davon. Nochmal Abbaukraft, dass wir übrigens unter die Erde gehen können. Hey, das ist am Sau geändert, wunderbar. I'm only streaming for Hobby. At the moment, I have no game that I only play. I play a little bit of Warcraft, WoW. Now here Foundry, a little bit Factorio. When the new season in Diablo is starting, I played. Yeah, Dinge, I have all on Dinge, wie soll ich sagen? Mir fehlen gerade die Worte. Yeah, maybe this evening I stream M+. Maybe I play Evoker or Tank. I'm sitting with my friends in Discord, but from them nobody, only one streams. Oder ist eigentlich nur Hi-Fi, wo streamt ab und zu. Die laufen eigentlich alle, oder? Bier nur.
Oh. Problem ist, können die vielleicht ein bisschen upscalen, aber. Strom 5,8. Und die bauen, machen 3,6, 7,2, habe ich noch ein bisschen Luft. Mir gefällt mir das Schmelzsystem ja nicht. Ja, yeah, nice to meet you too. Was macht Stahl? Oh. Yes, I have a Discord. Look in the Twitch panel, there is an invite link. Normally it should be there. Forschung abgeschlossen. Yeah, I've seen it. Das ist upgraden würde. Mhm.
8, 12. Hat sich da irgendwas drin? Wow, was für eine Veränderung. Was für ein MK1 auf MK2, die Assembler, das mache ich nicht nur 1 pro Minute, das mache ich 1,5 pro Minute. Ja. Wie kann man ein Forschungspaket mit 1,5 pro Minute machen? Ein 3, ja. Ich will gleich mal hier einen neuen Assembler machen. Wie mache ich das am besten?
Aber schnell die Dinger fertig gemacht hier, ey. Jetzt will ich meine ganzen Dings upgraden, Jonas, meine ganzen Assembler, meine Fertiger mit dem K2. Nachher funktioniert meine Ratio, was sie ausrechnet, wahrscheinlich nicht mehr. Ein Aufzug? Hey. Das wird unsere Ambitionen sicherlich auf die nächste Ebene hieven. Lass uns unser Projekt in neue Höhen heben. Ich habe das damals alles im normalen Spiel gemacht, da habe ich keinen Bock drauf, nochmal zu machen, ganz ehrlich. Oh mein Gott, das hat wahrscheinlich was zu tun gerade. Deswegen kühlt mich sowas gar nicht. Ich habe sauberlich zu machen, aber ganz ehrlich, keinen Bock drauf. So klar, warum nicht? Wenn es dir Spaß machen tut, warum solltest du das nicht machen? Läuft alles. Ach, so muss das sein. Du tust eine Erweiterung hinsetzen im Endeffekt mit Forschung und Automatisierung und trotzdem ist alles noch voll. Oh oh, das wird leer aus bald. Bald kein Erz mehr. Ah, hier sieht es gut aus. Aber das hier könnte es ein bisschen weniger werden.
nachgucken und mal nachrechnen. ...18, 36, 72. Nein, es reicht nicht mehr aus. So eine Kacke. Können wir da noch einen hinsetzen? Den hier hinsetzen tue noch. Was für ein Server? Sagt mir gar nichts. Muss man das kennen? Ne, hat mir gar nichts. Gut, ich bin nachher auch noch mal eine Weile weg. Muss ja unten dann noch das Zeug alles unter wegspülen, wenn die fertig sind. Jo, bis gleich. Jo, bis später.
So, bei mir ruft es aber leider die Arbeit. Ich werde später wieder ein bisschen vielleicht WoW oder hier weiter streamen. Macht's gut, ciao.